Hey Leute, hier ist der alte Mann zurück mit Space Rain, die Demo, weiter geht's. Wir haben letzte Folge erfolgreich, ohne Verluste, nein, wir haben sehr viele Verluste davon getragen. Und können uns jetzt mal ein neues Raumschiff gönnen. Wir haben zwei Abschüsse, das heißt, mit dem sind wir wieder drei. Sonst wären wir fünf gewesen, alter, geil, oder? Confirm. Yeah. Razor, irgendwie heißt alles Razor. So. Rein. So, jetzt machen wir aber mal Patrouille. Yeah, hört ihr das? Ich meine, ich kann das mal gerade übernehmen. Gucken wir uns das mal an. Wie kann ich das nochmal... Ah ne, ich muss mal warten. Noch geht das, glaube ich, nicht. Jetzt. Oh, das Cockpit ist aber scheiße. Yo, genug Kanonen sind dran. Komm, machen wir mal so weiter. Was haben wir denn hier? Entschuldigung, Contracts. Ich weiß nicht, ob wir Medium schaffen. Wir fliegen erstmal nochmal ein bisschen. Also selbst auf leicht habe ich es mit drei Fliegern nicht geschafft, also... Würde ich da lieber was anderes nehmen. Aha. So, warten wir mal hier. Ne, ist alles nur noch... Ach komm. Leroy Jenkins! Der ist geil, aber... Ja, komm, wir bleiben hier drin sitzen. Wir schaffen das schon. Aber wenn hier ein Verbündeter drin sitzen würde, wäre es wahrscheinlich noch geiler. Ja, guck mal, ist sogar einer von denen dabei. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Immer nun leichter, aber immerhin. Es wird noch jetzt die Möglichkeit, Formationsflug zu machen. Ja, so, jetzt wir schaffen das schon. Wir haben zwei Leichter plus mich. Ja, die werden wir wahrscheinlich verlieren. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ich springe einfach an das Kleine zurück, wenn ich denke, ich mache zu wenig Damage. So, jetzt gucken wir nochmal gerade. C. Doch, ich habe C vorhin gedrückt, aber da waren wahrscheinlich keine mehr drin. Arcaden. Arcaden. Ah, und los geht's. Von wo? Okay. Los geht's. Was sind sie denn jetzt? Ah, da. Oh ja, das Ding ist der Knaller. Das war's schon, oder? Nee. Ich habe schon Hülle verloren. Yeah. Das ist ja cool. Ja, weiter geht's. Schon wieder die nächsten. Die können sich ja auch mal... Ah, da, ja, siehst du, jetzt können die selber mal kämpfen. Weißt du, die müssen vielleicht auf das Cargo schießen und dann kommen wir erst. Ich glaube nicht, dass sie jetzt so schnell zerstören können. Oh. Das ist das Schiff von Novatex, die hört sich anders wie die Rakete.
Jo, sehr schön. Ich habe das Ziel immer noch nicht verstanden. Okay, egal, wir schaffen das schon. Und da kommen sie wieder. Da oben. Boah, die Raketen sind... Die brauchen lange zum Losfliegen, aber Alter. Nicht schlecht. Oh, der hat auch schon eine Rakete kassiert. Und noch eine Rakete und... Alter. Ja. Jawoll. Geil. Läuft doch. Läuft doch. Wir brauchen eigentlich nur noch die schweren Dinger hier. Wow. Ups. Das war... Ich meine, das war Absicht. Das war alles... Ich bin der Beste. Alter, mal der Bruchpilot. Wie gesagt, es wird noch Formationsflug einloggen zum Wingman machen hier. Bum, 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 bum. Ah, und nochmal. Das dauert halt ewig. Ups. Da waren noch drei. Kommt bestimmt noch einer. Alter, was für ein Speed die da vorbeiheizen. Eine Rakete da aber abgelenkt. Jetzt. Da fliegt sie. Oh, ist aber langsam. Aber das Ding lebt mit den Kanonen. Also ohne kleine würde man, glaube ich, auch nicht auskommen. Ich muss sagen, die Anfangsjäger, die wir haben, sind echt gut. Aber sie platzen auch schnell. Oh Mann, die Explosionen gefallen mir. Der Sound ist gut dafür. Sind jetzt, glaube ich, da. Ich glaube, wir verlassen das System mit dem Transporter. Das, was sich lohnt bei der Mission. Man kann direkt das System verlassen. Geschafft. Sehr gut. Dann hauen wir auch ab. 22.000. Dann auch noch eine Mission und dann haben wir es. Dann können wir nochmal einen großen holen. Nee, halt, der andere fliegt weg. Scheiße. Stopp. Wenn ich jetzt noch sterbe, deswegen. Ja.
So, jetzt raus hier. Nochmal ein bisschen extra Kröten. Cool, dann können wir jetzt den Großen holen. Den Großen? Ich muss nur einmal J drücken. Ich drück mal gedrückt. Boah, wir haben davon so viele Raketen. Aber sie sind, wie gesagt, was langsam. So Schwarmraketen wären geil. Stehe ich total drauf, ne? Aber selten in Spielen. Okay. Und den nächsten. Yo. Geilo. Reines System. 48%. Denn wir holen uns jetzt nochmal so einen Checkpoint. So ein paar Satelliten. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das krasser ist als dieses Stronghold, wo wir waren. Los geht's. Strom geholt. So, und das jetzt in den Ausmaßen von Homeworld. Ja. Yeah. Wäre möglich, tatsächlich. Also ich meine, es ist ja eigentlich möglich. Ah, sehr schön. Bin gespannt, ob man dann Piloten anheuern muss auch, die Dinger fliegen. Oder ob die sich rausschießen lassen. Das gab es eigentlich auch oft bei so Spielen. Keine komplizierte Mechanik, einfach nur 50-50 Chance, dass sie sich rauskatapultieren und dann nach der Mission geborgen werden oder man die einsammeln muss, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Jetzt müssen wir da aber weit hinfliegen. Schade, dass man sich nicht den Entry Point aussuchen kann. Sind wir irgendwie langsamer? Guck mal, wie langsam wir sind. Ach so. Oh, Entschuldigung. Jetzt ist natürlich ein Unterschied. Die Supertruppe. Schnell wie der Blitz. Ohne Gleichen. Suchen sie ihre Konkurrenz oder auch nicht. Das gehört jetzt immer noch uns. Aber es macht nichts. Noch nicht. Hoffentlich in der Zukunft. Ups. Nee. Unter uns. Egal. Weiter geht's. Asteroid Cluster CA1. Düt. Ein hässlicher Planet. Ein Bugplanet. Wollen Sie mehr sehen? Do you want to know more? Starship Troopers, ach ja. Es verlässt einen nie, guck mal. Sieht aus wie so ein hässliches Monster. Das ist der Kopf, hier ist so der Hals. Das ist irgendwie, keine Ahnung, eine krüppelige Hand. Das sind die Beine. Und das ist ein anderes Monster. Hier ist der Mund, das ist ein Auge, ne? Hier ist so die Schnauze. Hier sind Hörner drauf. Und das will das kleine, popelige Ding essen. Oh, es geht los. Ja, wenn man nichts zu tun hat, da muss man sich was einfallen lassen. Firefly, Combat Drone, es sind wirklich nur Drohnen. Und tschüss. Ich höre zu viele Explosionen, das gefällt mir nicht. Wie sieht's aus? Jo, wir können sogar noch einen Punkt einnehmen. Klar haben wir jetzt ein paar weniger Raketen, aber... Was eine hübsche Boje, oder? Ein Stück Rohr mit ein bisschen Licht dran. So.
Willst du denn hin? Ah, nee, ist unser Punkt. Ist kein Flieger. So, noch einen. Dann haben wir alle. Glaube ich. Wie viel haben wir denn jetzt schon hier? 54%. Jo. Dann haben wir nicht mehr viel bis 70%. Guck mal, die haben nur noch 16%. Nach sind die tot. Dann gibt es wahrscheinlich sowieso nur noch die Mission. Dann fliegt die bestimmt keine mehr irgendwie sporadisch selbst durch die Gegend. So, das Abknallen hat jetzt 1900 gebracht. Naja, geht. Geht nicht. Ist eigentlich wenig. Zu wenig. La 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 la. So. Wie weit sind wir noch? 50. Der seriöse Anführer einer berüchtigten Firma. La 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 la. Wenn man jemand meinen Funk abhören würde. Wer ist das? Ist das der Chef? Nein, das kann nicht sein. Satellite-Plattform. Drohnen. Nee, das ist der Fighter. Morel. Bomb Nummer 1. Ist auch tschüss. Feuer. Das ist meine Rakete. Bumm. Yeah. Acht Prozent. Jo, das ist wahrscheinlich der Schlussprozentsatz. Vermute ich mal. Ich meine, wie viel haben wir noch Sprit? Wird weniger. Eine Mission können wir aber vielleicht noch machen. Ich meine, jetzt werde ich gierig, ne? Ich werde gierig. Oh, hi, gibt's ja auch schon. Medium, 10.000. Leroy Jenkins. So, wie nah ist das an einem Sprungpunkt? Gar nicht nah? Nee, überhaupt nicht. Gut, aber danach müssen wir nach Hause. Komm, wir gucken mal, was der hier hat. Auch 67. Ja, wir bleiben mal an dem sitzen. Hallo? Ach, das ist das Leitschiff hier quasi, ja? Der Leithammel. Der Lightman. Hammelman. Der Hammelige. Cool. Ja, ich würde gerne das hier noch erobern. Minerva Station. Dockingport. Novatec. Oh, jetzt kommen nochmal welche. Das ist natürlich nicht so toll. Ich meine, es liegt schon irgendwo so. Ja, es ist ein kleiner Umweg. Es ist schon ein krasser Umweg. Aber es ist nicht die gegengesetzte Richtung fliegen, immerhin. Aber jetzt haben wir schon schwere Missionen. Guck mal, erschießen die sich selbst? Ist das denn ihr Logo? Von den Piraten sollte man echt nicht viel halten. Aber irgendwo ein cooles Logo. Aber ich denke mal, alle, wenn die gefangen genommen werden, dann leiden die genau das Schicksal. So, ist das euer Logo und Motto? Dann friss meinen Kolben. Friss mein Rohr. Wenn ich stehen bleibe, dann fliegt meine Raumschiff um mich rum. Das ist cool, aber wenn es zu viel ist, ist es nur laut. Ich habe noch 4 Raketen, die werden wir auf jeden Fall raussammeln, wie sonst was. So, dann warten wir mal. Medium Fighter, Light Fighter, Medium Fighter. Bam, 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 bam.
Race Sector Influence. Overview? Threat Level, claimed by. Achso, das gehört dir, nicht Novatec. Okay, es geht los. Mann, ich sehe die nicht da. Angriff, Angriff, Alarm, Alarm. Läuft die Rakete noch? Boom. Dazu. Jetzt kommen die nächsten. Er ist auch weg. Yeah, es wird besser. Geschafft. So, weg hier. Raus aus dem Kacksystem. Unserem zukünftigen Supersystem. Haben wir irgendwann verloren? Ne, haben wir nicht. Okay, wie viel haben wir jetzt? 68! Noch einmal hier rein und wir haben's! Wir müssen auf jeden Fall jetzt auftanken. Ich werde es bereuen, wenn wir jetzt irgendwas verlieren. Das schaffen wir noch. Ich vermute, dann ist es zu Ende, aber... Wer weiß. Ja, wir müssen es wenigstens abschließen. Ich fände es cooler, wenn es schwerer wäre, das System zu übernehmen. Dass man wirklich erstmal Freelancer ist. Ja, wisst ihr, was man... Your sector influence is at 100%. Congratulations, you have run the demo version of the game. We would appreciate any feedback on our Discord. Cool. Und schade. Ist vorbei. Und, ach so, weil wir die ausgelöscht haben, deswegen. Ja. Ich freue mich, aber ich bin gleichzeitig traurig. Jetzt weiter zu spielen ist ja auch blöd. Also ich kann sie weiterspielen, wie ich will jetzt. Aber was soll ich denn hier noch machen? Ich kann ja nur die Mission machen. Tja, komm, dann verlassen wir noch das System zum Abschluss. Also, wie findet ihr das Spiel? Es ist ja nicht viel, was wir hier sehen, tatsächlich. Ne, so viel Zeug, wie man da erobern kann, wird das ja nicht bei Jägern bleiben. Ich hoffe und vermute mal, dass es dann noch ganz viele verschiedene große Schiffe gibt, die man wahrscheinlich haben kann. Und ich hoffe auch, dass das dann so wird. Und ich hoffe auch, dass sie da so ein bisschen Zeug reinmachen. Ich habe mal die Description gelesen, aber ich habe wieder vergessen, was in der Info vom Spiel steht. Wir lassen uns überraschen, ja. Ist auf jeden Fall ein cooles Spiel und ich freue mich schon auf den Early Access oder den Full Release. Da bin ich echt gespannt drauf. Na, ich habe auch kein Problem damit, wenn so Spiele in vielen Punkten schlicht gehalten werden, aber dafür halt anderes bieten. Damit habe ich kein Problem. Ne? Ich muss nicht aus dem Schiff aussteigen. Das schreiben Leute da rein. Ich denke mal so, hallo, wo lebt ihr denn? So, muss nicht alles Star Citizen sein? Ne? So, was ist kein MMO? Das macht das Spiel auch viel zu komplex. Ne? Es wäre cool, es ist cool, wenn es da ist. Aber das hier ist halt kein Space Sim. Ne? So, wenn das so ein Spiel wie X haben sollte. Ja, okay. Ne? Weil das ja ein Singleplayer irgendwie Wirtschaftssimulation, alles mögliche ist tatsächlich. Aber hier... Klar, gibt es auch. Ja, kann man machen, aber sonst. So, raus hier. Es ist immer cool. So, unser System ist uns. Schade, ich hatte gehofft, wir können hier noch ein paar Folgen machen. Können wir, aber irgendwie macht es jetzt auch keinen Sinn mehr. Gut. Leute, das war die Demo. Wir sehen uns wieder spätestens beim Early Access oder bei vielen weiteren Videos, hoffe ich doch. Und danke fürs Zuschauen, Leute. Bis dahin wie immer. Haut rein, ihr seid die Besten.